So. Na dann, hier sind wir bei 73%. Also wenn ich noch was finde, einpacken. Aber oberste Priorität sind erstmal die Bäume. Sag mal, Mann, geht doch. So. Auch hier. Was hat man das jetzt ausgemacht? Nur 1%, also hier ist einiges noch zu finden dann. So. Da ist noch ein Schrank, den nehmen wir mit. Aber sonst ist hier nicht weiter. Außer ein paar Bäume. So, nehmen wir auch mit. Ich hatte ja noch ein bisschen Platz auf dem Schiff. Umso mehr Platz wir im Inventar haben, umso besser ist es. Alter, jetzt komme ich schon wieder nicht drauf. So. Gut. Wo auch immer diese Dinger jetzt herkommen. Da ist auch wieder ein Auto. Hier war mal gar nicht so richtig durch gewesen, habe ich das Gefühl. Dass ich hier zwischendurch mal ein bisschen abgebrochen habe. Das ist zumindest mein Gefühl. Aber gut, wir lernen die Insel jetzt komplett. Soweit das Inventar voll ist. Wenn nicht, muss ich mal wiederkommen. Aber 100% bei dieser Insel ist unwahrscheinlich, weil hier einfach viel zu viel ist. Hier ist viel zu viel auf der Insel, deswegen mit einmal werde ich das nicht schaffen. So, das ist ein Pfeiler. Da hinten ist noch was. Ich kann da mal hier reingehen nochmal. Aber ich glaube, wir haben aufgeräumt. Soweit ich mich erinnere. Also hier unten ist schon mal sauber. Auf einer Etage höher. Gegner sollten hier nicht mehr sein, theoretisch. Ist hier noch was? Nee. Hier ist auch nichts mehr. Dann gehen wir noch mal eine Etage höher. Und auch hier haben wir eigentlich aufgeräumt. Nicht ganz. Hier steht noch ein bisschen was. Okay, Platz haben wir auch noch ein bisschen. Na mal gucken, wa? Wie sieht es hier aus?
Ah, ich bin viel zu voll. Das kann man noch nehmen. Das passt auch nicht mehr. Nee. Dann lass uns mal zurück. Aber wir wissen Bescheid. Die Insel hier, die hier, mit dem Parkhaus, da ist noch ein bisschen was zu holen. Wir sind jetzt bei 84% und da ist noch einiges. Super, das freut mich ja. Ich muss aber ab und zu mal auf das Handy gucken, wie in der Kita, weil meine Tochter heute so geweint hat und so weiter, nicht, dass die anrufen hier, dass ich es abholen soll. Aber das will ich ja gar nicht. Ich soll ja schön spielen, soziale Kontakte knüpfen und so weiter. Und sie muss auch mal lernen, auch mal, wenn sie weint, dass sie nicht ihren Willen bekommt. Das heißt, dass sie dann auch in der Kita erstmal bleibt, solange sie nicht krank ist. Ist auch für uns ganz gut, weil sonst bekommen wir gar nicht mehr unsere Ruhe. Ja, Kind hin oder her ist wirklich toll, aber Ruhe braucht man auch mal. Das ist ganz gut, dass das Kind auch mal in der Kita ist. So. Gut. Dann wollen wir mal. Das nehme ich. So, das war jetzt so viel des Guten. So, hier. Mann. Nee, 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 du nicht, du bleibst da drinnen. Hier vorne war noch mal ein Metallstück. Oder hier. Da, da war es gewesen. Ich werde das Holz und Metall wieder mitnehmen. Jetzt lohnt sich das zumindest bei Metall. So. Genau, es lohnt sich das so ein bisschen von der Menge her. Dann gehe ich jetzt mal direkt hier rüber. So, wo auch immer diese Holzteile herkommen. Ich habe ja nicht gefällt. Na komm, komm, komm. So, geschafft. So, die alten Regale hier. Und das muss, jetzt muss man mal gucken, ob das Holzlager überhaupt noch, also das, was ich gemacht habe, ausreicht oder ob ich das in der nächsten Runde nicht erweitern muss. Das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Aber es sieht schon sehr, sehr viel aus, was ich hier im Inventar habe. Ich muss es definitiv erweitern, schaut mal. Ich hoffe, der Platz reicht. Gut. Aber wirklich ganz knapp hier. Ich muss hier noch zwei, drei Reihen hinbauen. Mache ich aber später. Wir haben ja hier einiges schon geschafft. Ich bedanke mich.